Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76 mit den Mottenmann-Brüdern und Frauen. So, dann wollen wir hier gleich mal Mottenmann starten. Ich muss mir hier aber echt nochmal eine andere Route zulegen, ey. Ich laufe hier immer zehnfach verkehrt, glaube ich. Ich so fühle. Kinder, hört alle zu! Ich hab schon zu. Gestartet, ne? Weil in sonst der haben wir keine Zeit gehabt. Weiß, gibt es drei Scheiterhaufen. Ihr Licht ist ein wichtiger Katalysator für unser Ritual. Die Stumpfsinnigen haben versucht, unser Licht zu dämpfen. Bitte, Star, was hast du gemacht? Zerstört zuerst die Pflanzen, die jeden Scheiterhaufen umgeben. Jeder Scheiterhaufen wird von einem Beobachter betreut. Wenn die Pflanzen zerstört sind, geben die Beobachter die nächsten Aufgaben bekannt. Beeilt euch, Kinder! Seine Geduld ist nicht so groß wie seine Weisheit. So, dann können wir hier schon mal das erste Nest befreien. Ein guter Anfang. Doch wir sind noch längst nicht fertig. Falsche Propheten der Täuscher treiben sich an diesem heiligen Ort herum. Sie verunreinigen unser Ritual. Kann ich nicht hier hinten eigentlich auch außen rumlaufen, anstatt hier durch die halbe Hütte? Ja, wäre doch besser gewesen. Sie beobachten von oben. Ja, diese hellischen Totems. Aber warum? So, haben wir das auch? Jetzt gibt's auch Fleisch. Riechst du den Moschusgeruch in der Luft? Das metallisch süße Aroma? Das ist das Blut der reinsten Elvirette. Totems sieht man aber in der Nacht deutlich besser als am helllichten Tage, ey. Da oben ist eins. So, wo sind die Pilger und Co.? So, den da hinten noch. Na, erwischt. So, zwei Totems fehlen noch. Propheten. Da haben wir das nächste Totem. Mach dich auf dein Urteil gefasst. Ah. Das wirst du wissen, Ungläubiger. Ah. Ja, ja, Ungläubiger. Ich habe noch keine Hirsche gesehen. Ich hatte schon eins gesehen. Ja, musst du töten und die haben Blut drin. Und das Blut... Ich hab's gelesen. Blut musst du dann an den Trügen, da ist dann auch ganz viel Blut drauf, musst du dann reinschmeißen. Aber ich habe jetzt nicht ein Hirsch. Ey, ich sehe endlich mal einen Hirsch. Meine Güte. Hat ja gedauert. Hirschis. Ich höre auch keine. Stampft jetzt zwar durch wie ein Ochse. Und ein Totem fehlt auch noch irgendwo. Oh, Todeskrallenfleisch hier. Können wir doch nicht verkümmern lassen. Ah, da ist das letzte Abwehrtotem. Da vorne haben wir einen Hirsch. Werden die auch endlich unten im Hub angezeigt. Na, also, jetzt kann es richtig losgehen hier. So. Oh, der. Ach, da ist noch ein Prophet. Mein Leben galt nur dir, heiliger Mottenmann.
Na gut, kann ich einmal kurz Fleisch. Und wo soll das mit dem Blut sein? Es gibt hier überall Bluttrüge. Überall in der gesamten Stadt. Und da musst du es reinschmeißen. Die sehen aus wie so Futtertrüge. Ja, hab ich schon gesehen. Okay. Dankeschön. Ein Kultist fehlt auch noch. Der muss irgendwo oben auf dem Dach sein. Ach, da oben, jetzt sehe ich ihn. Ja, genau, jetzt wird abgerechnet. Du sagst es. Jetzt versteck dich da doch nicht. Helft tut dir das nicht. Wir müssen sie töten. Der Hirsch. Aber hat sich das so eine Hoffnung gemacht? Ja, dann. Hoffnung, Schmoffmung. Wir sind die Vernichtungstruppe. Wir sind die Vernichtungshoffnung. Richtig. Hurschis, die spawnen irgendwie so blöd. Ich glaube, man sollte immer mit dem Wasser anfangen, damit die Hurschis endlich mal spawnen hier. Ja, jetzt will er hier auch noch abhauen. Glaub, mein Schwein pieft. Richtig. Oh, noch 5. Die spawnen wie gar nicht. Also habe ich jetzt schon mal 3 Spawn-Orte festgestellt, aber ist ein bisschen mager. Also hier, wo ich bin, sind sie bis jetzt immer gespawnt. Ja. Hab noch einen, haha. Schön, hast du auch schon in die... Das Feuer wird Lüge gepackt. Ist da in der Nähe irgendwo ja. So Futter drauf, wo man das Blut neu tun kann? Ja, ich glaube schon. Ich hab ihn gefunden. Okay, gut, dann muss ich nochmal zurück. Da ist er. Bin ich dran vorbeigelatscht. Die Ritualorte sind vorbereitet. Die Beschwörung beginnt, sobald alle Scheiterhaufen entzündet sind. Alex, machst du dann wieder Kirche? Los, entzündet ja, die Flammen! Da. Während ich den Staub möchtest du dann wieder das Wasser haben, in die Luft bringe. Ich stehe jetzt hier gerade irgendwo, ich weiß gar nicht wo und was ich machen muss. Und, wo Wasser oder Brücke? Also du müsstest jetzt zu einem der Feuer und das müssen wir dann gleich verteidigen. Zuerst kommen sie bei Kirche. Danach kommen sie bei der Brücke und danach beim Wasser. Soll ich die Kirche schon anzünden? Ja, ja, anzünden, anzünden. Wir haben nur noch 2 Minuten. Ah, ja. Komm zu mir, Mausi. Die Flammen unserer Scheiterhaufen entzünden den Mottenstaub. Er bringt Erleuchtung, so kurz sie auch sein mag. Atmet ein, Kinder, atmet ein. Blickt die Welt durch seine Augen, Kinder. Komm zu dir, Alex. Flammen und Dämpfe in euch hinein. Aus. Saugt alles auf. Ja, diesmal renne ich nicht, weil sonst sehen die mich so dauerhaft. Dann sterbe ich wieder. Erkennt ihr die Wahrheit? Aber macht euch okay, bereit, wieder Gefahr. Denn die ketzerischen Stumpfsinnigen wird diese Vision erzürnen. Zu schleichen bringt dir gar nichts. Okay. Kannst du dich irgendwo erhöhte Positionen hinstellen? Ihr müsst unsere heiligen Lichter hier oben drauf aus. Vor den hinter dir, hier auf dem Ding. Schützen. Ohne den Feuerschein kommt unser Gast nicht. Die Stumpfsinnigen nähern sich der Kirche. Töten sie, Kinder, keine Gnade. Der Scheiterhaufen an der Brücke ist das nächste Ziel der Ketzer. Ihr müsst ihn schützen. Du musst halt gleich vorsichtig sein, die Todeskrallen, ne? Ja, die werden mich schon töten, keine Sorge. Die Ketzer bringen brutale Bestien mit, aber lasst euch nicht täuschen. Alle, die vor euch stehen, müssen sterben. Egal ob Mensch oder Bestie.
Diese verdorbenen Schatten dienen alle dem Willen der Falschen. Stelle ich mich vielleicht nicht ganz so nah an das andere Feuerchen. Schmeiß dann lieber immer noch mal Granaten mit rüber. Die Stumpfsinnigen eilen zum Schalterhaufen am Wasser, Kinder. Ihr müsst ihn schützen. Diese standhaften Dummköpfe greifen von allen Seiten an. Beschützt die Scheiterhaufen! Erledigt die Ketzer! Na, richtig erwischt habe ich sie mit den Orbitalschlingen hier leider nicht. Oh Mann, Mann, du nervst ja jetzt schon. Komm her, ja. Das ist aber deutlich weniger als vorhin, ne? Keine Ahnung. Oder kommt mir das jetzt nur so wenig vor? In der Kirche ist die Hölle. Genau, lass das Feuer schön in Ruhe. Kommt lieber zu mir hier. Kann ich euch schön wegknallen. Vierzig Sekunden noch. Oh Mott, Mann, du nervst. Ich geh gleich in die Ego. Okay. Danke für die Hilfe. Ich probiere halt mein Bestes. Ich kann aber nicht viel rüberschießen, ne? Noch 4 Sekunden. Komm, das schaffen wir. So, und jetzt in die Mitte. Spürt zum Dach. Das? Der Weise nähert sich. Er wartet auf unser Signal. Schnell, Kinder. Kehr zu mir aufs Museumsdach zurück. Wir müssen ihn einladen, ihm unsere Liebe zeigen und unsere Dankbarkeit. Tanzt, singt, ruft, spuckt Gift und Galle, zeigt Gefühle, zeigt... Hörst du uns, Weiser? Komm zu uns, die Erweiterung des Geistes, das wachsende Gefühl von Weisheit. Oh, hör dich. Weiser Mottenmann, du bist unserer Einladung gefolgt. Wir sind nur Insekten vor deinem Intellekt. Kommt, Kinder, lasst den Weisen auf euch blicken. Badet in seiner grenzenlosen Weisheit. Jetzt hat das doch eher hingehauen. Wunderbar. Und ich habe jetzt auch irgendwas Schöneres, glaube ich, gekriegt. Den Adeptenhelm. Ja, eine Kapuze. Inkarnationshelm habe ich auch gekriegt. Okay. Oh je. <yeah. lacht> Und wir haben auch einen legendären Gegenstand bekommen. Ja, dann passt das ja. Aber bis jetzt noch nicht wirklich bauplantechnisch. War bis jetzt noch nicht wirklich was dabei. Oh, ich habe ja noch die Marinerüstung noch nicht gelernt. Oh, Schweinerei. Oh mein Gott, laut 1000 Dünen. Oh, Psycho, Mentats, Mottenmann-Ei, aufbereitetes Wasser. Bourbon. Ja, ich glaube, das kann man sich eigentlich auch sparen, die Dinger aufzumachen. Also aufzusparen. Na gut. Oh mein Gott. Was denn? Anna 80 Stimpacks. Oh mein Gott. Ich laufe hier schon wieder mit 200 rum. So, wollen wir gleich nochmal ein bisschen mehr... Ach, ich brauche ja noch leuchtende Kreaturen. Immer noch. Hm.
Gehen wir hier mal ein bisschen Mylurks machen oder gehe ich jetzt am besten leuchtende Kreatur farmen? Da fehlt ja eigentlich nur noch leuchtende Kreaturen. Scheine glaube ich nicht, dass ich das noch pack. Noch den Chief. Ah, jetzt immer gut leuchtende Kreaturenfarm. Schlingelagune war ja ein No-Go. Und dann nochmal was Leuchtendes rumschweben. Ne, kann ich mal kurz beim Pylomenhinterhalt einen Leuchtenden nochmal wegmachen. Aber so richtig viele Leuchten haben wir ja jetzt gerade eigentlich nicht so wirklich. Oh komm, die werde ich schon finden. Die paar Stück hier. Ach, wieder falsche Knarre. So. Wart heute kein Leuchtner hier? Hier Phase. Oder ist der weggelaufen? Ach, der ist weggelaufen. Bendigo, hier geblieben. Ich brauch dich doch. Kannst doch nicht abhauen. Siehst du doch, dass das kann. Ja. Das soll der aber nicht machen. So, gehen wir halt ein paar einzelne Viecher killen. Mir fallen jetzt gerade keine guten Spots ein. Ich bin auch schon ein bisschen Brei im Kopf. Na, was heißt ein bisschen? Ein bisschen mehr. Leuchtende. Ja, komm, die Chemicals fällt mir da jetzt nochmal Gaudi ein. Irrationale Ängste. Wer eigentlich auch. Gibt doch leuchtende. Ah ne, die Honigbienen sind ja nicht mehr leuchtend. Nur mit Glück. Nur mit Glück. Aber auch hier, die sind verbrannte Schlinger. Was haben sie mit den Schlinger gemacht? Ist doch nicht wahr. Moment, jetzt will ich mal gucken. Wir können nach unten auch überschwemmten Betriebshof. Da sind ja eigentlich immer Schnalligaster meistens. Also zu 90%iger Wahrscheinlichkeit sind da leuchtende Schnalligaster. Mit unter. Da müsste ich die doch jetzt fertig kriegen, ja. Ich will guten Gewissens die Aufnahme beenden. Das heißt, die Quest muss fertig sein. Oder Challenge. Ah, kein Verbrannter. Es ist ein Leuchtner. Wunderbar. Nehmen wir mit. So, da hinten haben wir noch einen Leuchtenden. Wunderbar. Hier hinten müsste auch noch einer sein, wenn wir Glück haben, ja. Nummer 5. Und hier hinten auch nochmal. Geschichten im Lagerfeuer. Da wurde auch irgendwas geändert, aber das hat mich, glaube ich, nicht so interessiert. Stimmt, das Lagerfeuer, das brennt jetzt ja länger. Irgendwie so war das. Das Lagerfeuer geht nicht mehr so schnell aus. Oder soll nicht mehr so schnell ausgehen. So, dann waren die Schnallis. Dann holen wir uns gleich noch die anderen Schnallis hier oben. Und dann müsste ich mit gut Glück gleich durch sein. Mit den Leuchten. Muss ich nur gucken, dass ich jetzt so irgendwie die Scheine zusammenkriege. Aber das glaube ich wohl eher nicht, dass ich die noch schaffe. 500. Achso, jetzt. Gewohnheit, ja. Ich bin jetzt wirklich zu jedem einzelnen Schnalli hingegangen und wollte ihn looten. Dabei habe ich es beim ersten Mal schon gelootet. Oh Mann, ey.
Ja, jetzt fehlen nur noch legendäre Scheine. Das hier kann ich noch nicht, das hier kann ich auch noch nicht. Deswegen, ja, passt. Sammle legendären Schein ein. 300 hätten wir im Automaten. Nee, das kann ich nicht schaffen. So gern ich auch möchte, das kann ich nicht schaffen. Aber wir könnten in der nächsten Folge eine Vorstellungsrunde machen. Weil wir sind ja jetzt schon bei Score Rang 10. Passt. Wackelt und kriegt langsam Luft. So, jetzt mache ich aber nochmal 3 Questen fertig. Bevor wir den Rest machen. Alle Hubs. Jetzt habe ich auch keine Orbitalschläge mehr. Ei. Was? Ja, nee, nicht mehr bei. Ich habe noch 50 Stück in der Kiste. Mach dir keine Sorgen. So schnell werde ich nicht arm. Ich bin falsch gebordet. Andocken, Vorgang, sagen, seien Sie gegrüßt, Kunden. Kopieren Sie meinen Wettbewerb. Herrlich, einmal alles wegniedeln, alles aufluten. Ah. Schön. Schön. Fehler. Bestimmt irgendwo Persönlichkeit Zack nicht gefunden. Ich? Was zum Kochen? Ja, Kochstelle zugegraut in deinem Camp. Bin falsch gebordet. Koch ist Stand oben ID, rechte Seite. Wenn du ganz nach oben gehst, rechte Seite hinter der Tür. Ja, hopp, auf Ziel, ansonsten halt unten in den Bunker gehen. Da ist immer alles drin. Versorgungsbunker. Oh, hallo! Wollen Sie es nochmal versuchen? Dann schwingen Sie sich mal zu den Wagen. Okidoki, dann legen Sie mal los. Ah, okidoki, ich leg schon los. Fuzzy-Marken holen. Epi bekommen. Sich einen Kullerkeks freuen. Zecken in den Hintern getreten kriegen. So. Nee, so nicht, meine Freunde, so nicht. Hey, Sie wieder. Schön, Sie zu sehen, Schätzchen. Sie kennen das ja. Fangen Sie an, wenn Sie bereit sind. Sogar noch die Zecke da hinten gelootet. Okay, Honey. Auf die Plätze. Fertig. Los. Los. Und Hot Dogs essen. Ah, gib mir mehr Hot Dogs. Gib mir mehr, ich brauche mehr, ich hab Hunger. Fleischprobleme sind arg lösbar in massen Looten, hey. Was ich jetzt so gerade durchgekocht habe, das war ja die Hölle. Mensch! Ja, jetzt mit der Massenproduktion, Massenlooten, was kommt als nächstes? Massen-EP-Freischaltung? Ey, man muss gar nicht mehr spielen, es setzt sich dann einfach nur hin. Und dann ist gut. Ja. Dann reichst du alles. Ich mache einen neuen Charakter und stelle mir bloß hin. Ja, und dann erreiche ich Level 1000. Ja, ein bisschen was tun muss man schon noch, finde ich, aber das sind wirklich Features. Hm. Ja, für den Neueinsteiger ist es schon leicht. Ja. Ausmisten ist schwere Arbeit. Doch Mr. Ausmister macht Spaß. Erleben Sie es selbst. So, nochmal ein paar Scheinchen gemacht. Sie haben das Spiel gewonnen. Na, Leichen lootet und gelootet. Wunderbar. Gut, aber nichtsdestotrotz, ne, machen wir jetzt hier an dieser Stelle einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn. Tschüss. Tschüssi.